So, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute das Thema: Schlägt der FC jetzt bei uns bei Werder Bremen zu und holt Marco Friedl als Zichos-Ersatz? Wir reden darüber nach dem Intro. Hi, Real Nico. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. Ja, meine Freunde, jetzt ist eine Neuigkeit reingekommen, mit der man so nicht rechnen könnte, gerade bei der Situation oder aus der Situation vom FC heraus. Wir schauen da mal gerade drauf. Das ist hier ein überraschender Wechsel, mit dem nicht sonderlich viele gerechnet haben, beziehungsweise niemand gerechnet hat. Kommt Ersatz, das bedeutet Sicherheitsabgang für den FC. Erster FC Köln verliert Abwehrchef, überraschender Abgang, Zichos verlässt den ersten FC Köln. Wir schauen gar nicht groß jetzt auf Zichos, sondern direkt auf Marco Friedl, denn Zichos ist ja schon weg, also das steht ja schon fest. Zichos ist ein absoluter Leistungsträger gewesen. Man hört auch aus den Ecken vom FC heraus, dass dieser Abgang wehtut, dass er sehr überraschend kommt, dass es nie schön ist, einen Leistungsträger während der Saison zu verlieren. Und man hat die Augen auf für einen Neuzugang. So, hier in der Richtung kommt Marco Friedl ins Spiel. Warum kommt Marco Friedl ins Spiel? Relativ einfach erklärt. Im Sommer hat Marco Friedl ja schon mal so ein bisschen gestruggelt gehabt und hat auch gesagt gehabt, für Fußballprofi ist es immer die erste Linie so hoch wie möglich zu spielen. Und wenn sich da eine Situation ergibt, dann muss man da auch immer die Augen offen halten. Und jetzt gerade hier ergibt sich eine Situation, die noch sehr interessant werden könnte. Marco Friedl ist nämlich mit 23 Jahren ein sehr, sehr junger Innenverteidiger, auf den man noch sehr, sehr lange bauen kann, wenn er denn eben funktioniert. 1,87 groß, 3,5 Millionen Marktwert, Vertrag bis 2023. Bei uns hat er von 18 möglichen Spielen 13 gemacht, 3 Tore dabei, jetzt hier 2 Vorlagen, das ist für einen Innenverteidiger sogar ein außergewöhnlich hoher Wert. Höchster Marktwert war bei 7,5 Millionen, das ging ja zuletzt immer weiter runter, aber hier können wir festhalten, Marco Friedl ist ein enorm starker Innenverteidiger, der natürlich absolut auch Erstliganiveau kann und Erstliganiveau hat. Natürlich muss man jetzt auch sagen, er ist gerade Corona-bedingt erkrankt, dennoch auch hier geht es ja auch nicht jetzt drum, also ich würde es mal anders sagen, am Wochenende geht die Bundesliga schon wieder los. Das heißt, es geht hier eher darum, einen Ersatz zu finden, der die komplette Rückrunde über funktioniert und nicht der jetzt irgendwie ins Trainingslager oder so mitreisen müsste, in Anführungszeichen, denn das ergibt sich halt in der ersten Liga aktuell gerade. Daher würde ich schätzen, dass das ja ein sehr, sehr interessanter Neuzugang für den 1. FC Köln ist, die ja gerade nach Innenverteidigern gucken. Und ich glaube, dass sie da auch um Marco Friedl gar nicht mal so groß rumkommen werden. Was natürlich auch möglich oder ein mögliches Szenario ist, das muss man ja so sagen, ist, dass Milos Veljković, der in dieser Saison deutlich besser spielt, als wie man vielleicht auch gedacht hätte, auch hier ein Kandidat vielleicht beim FC werden könnte, denn Veljković hat einen Marktwert von 3 Millionen, ist aber im Sommer ablösefrei. Ja, wir versuchen da eine Verlängerung zu erzielen, die ist aber noch nicht gegeben. Heißt, das hier könnte auch eine sehr, sehr gute Situation sein für den 1. FC Köln, denn Veljković hat auch eher, sage ich mal, die Statur eines Zichos und würde ihn sehr, sehr gut hiermit ersetzen. Wundert euch nicht, ich werde später hier rumprobieren. Ich werde einen etwas anderen Hintergrund bauen, deswegen sieht das alles gerade so ein bisschen komisch aus. Und werde das Licht auch anders stellen. Falls übrigens einer von euch sich bei OBS so auskennt, dass ihr mir sagen könnt, wie man den Autofokus bei der Cam bei OBS vielleicht einstellen kann, also ausstellen kann in dem Fall, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das jetzt nur mal so für mich am Rande. Jetzt aber gerne auch eure Meinung zu Marco Friedl, Veljković und dem Ersatz für den 1. FC Köln mal gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Und damit bin ich raus, euer Real Nico und ciao, ciao.